Es ist von guter Qualität, rund um die Uhr verfügbar, preiswert und kommt ohne jeglichen Verpackungsmüll direkt ins Haus. Viele Gründe sprechen für das Trinkwasser aus der Leitung. Am heutigen Weltwassertag hat der Zweckverband Jena Wasser sein Wasserquartier in Winzerla offiziell eröffnet. Unterhalb des Stadtteilbalkons und unweit des Flößerbrunnens stießen Ortsteilbürgermeister und Schirmherr Friedrich Wilhelm Geppert und der Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Jena Wasser, Jürgen Hofmann, auf das neue Projekt an. Natürlich mit Trinkwasser. Mit dem Wasserquartier will der Zweckverband verstärkt dafür werben, das saubere und preiswerte Wasser aus der Leitung zu trinken, anstatt Wasser in Flaschen zu kaufen. Wir werden in Zukunft einiges unternehmen, um auch dieses Wasserquartier leben zu lassen. Wasserquartier leben zu lassen heißt, dass wir eine Veranstaltung im Erzählcafé, im Ortsteilrat, dass wir Geschichten planen, in die Schulen zu gehen, dass wir uns mit den Leuten unterhalten, dass wir aber auch die Institutionen und Geschäfte hier in Winzerla auffordern werden, sich daran zu beteiligen, an die Leute Trinkwasser auszugeben, um ganz einfach auch die Mineralwasserkistengeschleppe, wo man's eigentlich gar nicht weiß, wo es alles transportiert wird und wo es alles herkommt, dass wir uns das einfach ersparen. Wir können dieses Wasser bedenkenlos trinken. Mit dem Projekt ist Jena Teil der bundesweiten Initiative Wasserwende, Trinkwasser ist Klimaschutz. In Winzerla hatten Groß und Klein heute die Möglichkeit, sich über Herkunft, Qualität und Zusammensetzung des Trinkwassers in Jena zu informieren. Natürlich konnte das Wasser auch direkt vor Ort probiert werden. Die verschiedenen Zusatzstoffe versprachen eine gesunde und schmackhafte Abwechslung. Also für mich ist Wasser der Urquell dieses Lebens auf dieser Erde. Und ohne Wasser würde hier nichts existieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, perspektivisch gerade junge Leute anzusprechen, mit dem Ressort Wasser wirklich entsprechend umzugehen und auch zu schauen, dass das ihre Lebensgrundlage für die nächsten vielen, vielen Jahre, die sie haben, ist. Ebenfalls mit dabei war die Safe Nature Group aus Leutenberg mit ihrem Recyclingmobil für Plastikmüll. Die Kinder der Friedrich-Schiller-Grundschule sammelten auf ihrem Weg zum Wasserquartier Müll. Dieser wurde zerschnitten und mit einem Fahrradschredder zerkleinert. In der Spritzgussmaschine wurden die Kunststoffteile dann erhitzt und gepresst. Am Ende gab es für jedes Kind ein selbstgemachtes Lineal. Durch das Angebot sollen schon die Kleinsten für das Thema Müll sensibilisiert werden. Das ist besonders wichtig, eben Müll überhaupt erstmal zu trennen, ne? In die verschiedenen einzelnen Kategorien, die es gibt. Glas, Papier, Plastik. Und dann natürlich auch Müll zu vermeiden, indem man Alternativen nimmt. Und das erklären wir eben den Kindern auch im Schulunterricht. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir da den richtigen Umgang mit Kunststoff lernen können, weil es ja doch immer präsenter wird in unserer Gesellschaft, dass man da Müll rumliegen sieht, wo er nicht hingehört zum Teil. Und da haben wir den Ansatz halt mit den Schülern zusammen, da die Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, quasi, indem wir Müllsammelaktionen machen und erstmal lernen, was man daraus so machen kann. Im Projekt Wasserwende – Trinkwasser ist Klimaschutz arbeitet Jena Wasser mit dem Berliner Verein A Tip Tap, zu Deutsch ein Tipp, Leitung, zusammen. Insgesamt betreut die Initiative 21 Wasserquartiere bundesweit. Bald sollen in Zusammenarbeit mit der Initiative Refill Trinkorte in Jena geschaffen werden, an denen Leitungswasser kostenlos angeboten wird. Auch in anderen Jenaer Stadtteilen kann sich der Zweckverband Jena Wasser vorstellen, Wasserquartiere zu eröffnen.